Unsere Lesung heute Abend findet wenige Tage, nachdem Thea Dorn und ihre Gäste im literarischen Quartett das Buch besprochen haben, statt. Was uns vom literarischen Quartett unterscheidet und unsere Veranstaltung noch spannender macht, ist, dass Cecil Weiss-Brod heute Abend zu Gast bei uns ist, in unserem virtuellen Raum. Sie wird aus ihrem Buch lesen, Frau Professor Greve Rede und Antwort stehen und auf Ihre Fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eingehen. Frau Weiss-Brod war bereits im Mai 2017 zu Gast im Institut Français Bonn im Rahmen einer Ringvorlesung zur Unverzichtbarkeit von Poesie und Literatur. Im Herbst 2019 stand der Verrat, ein berührender und zugleich aufwühlender Roman, im Fokus eines Vortrags, den Professor Greve bei uns im Haus gehalten hat. Mit ihr verbindet uns also bereits eine, erlauben Sie das Wort, eine enge Freundschaft. Gleiches gilt für die Universität Osnabrück, mit der wir in den letzten 2 Jahren bereits vielfach erfolgreich kooperiert haben. Ihnen, Frau Weiss-Brod, Frau Greve, ein großes Dankeschön für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. Bevor ich an meine Kollegin Frau Weichselbaum übergebe, möchte ich mich auch bei den anderen Partnern dieser Lesung bedanken. An erster Stelle dem Waldstein Verlag, dem Literaturbüro Westniedersachsen, dem Literaturverein Münster und dem vor kurzem gegründeten Centre Ernst Robert Curtius an der Universität Bonn. Liebe Frau Dr. Schröer, wir freuen uns sehr, dass Sie ebenfalls dabei sind. Frau Weichselbaum, Sie haben jetzt das Wort. Ja, wie schon eben gesagt, bin ich für die Technik ein bisschen zuständig. Ich hoste dieses Meeting und es ist tatsächlich ein Meeting und kein Webinar. Deswegen haben Sie theoretisch die Möglichkeit, Ihr Video einzuschalten. Wir bitten aber Sie aber, dies zu unterlassen. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, schreiben Sie das bitte in den Chat. Sie können gerne Ihre Frage an alle formulieren oder direkt an mich. Ich werde nämlich am Ende der Veranstaltung per Video dann nochmal in Erscheinung treten und zusammenfassend Kommentare und Fragen stellen. Je nachdem, wie viele kommen, können wir alle behandeln oder ich werde eine Auswahl treffen. Das war es, glaube ich, was ich zu der Technik sagen wollte. Also die Chatfunktion finden Sie, wenn Sie am PC oder iPad oder ähnlichem Mac-Computer zugeschaltet sind, wenn Sie unten auf diese Taskleiste gehen in der Mitte. Wenn Sie das öffnen, steht da unten Versenden an und Sie können dann anklicken, jeder im Meeting oder einen beliebigen Teilnehmer dieses Meetings. Ich werde mich jetzt unsichtbar machen und übergebe das Wort an Frau Greve. Ja, vielen Dank, Herr Charrier, vielen Dank, Frau Weichselbaum. Ich möchte Ihnen ganz herzlich zunächst einmal danken für die so sehr freundliche Eröffnung unserer Veranstaltung und natürlich dafür, das heißt Ihnen beiden und damit eben auch dem Institut Français Bonn und dem Büro für Hochschulkooperation, dass wir heute dank Ihrer Unterstützung diese Lesung im virtuellen Raum veranstalten können. Als wir im letzten Jahr mit dem Literaturbüro Westniedersachsen und dem Literaturverein Münster planten, Cecil Weiss-Brods neues Buch Zerstörung in einer Lesung vorzustellen, sind wir davon ausgegangen, dass diese Lesung heute im Renaissance-Saal des Osnabrücker Lädenhofs und morgen in der Münsteraner Stadtbücherei stattfinden würden. Aus den bekannten Gründen wurde daraus nichts. Stattdessen findet unsere Lesung nun in einem virtuellen Raum statt, im Netz, wo auch immer das sein mag. Ich muss gestehen, dass ich diesen Ort bisher nicht besonders gemütlich und entspannend finde. Sein großer Vorteil ist aber natürlich, dass sich in ihm Menschen begegnen können, die physisch sehr weit voneinander entfernt sind. Damit möchte ich dann jetzt auch noch einmal ganz herzlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres virtuellen oder imaginären Podiums begrüßen, die sich eben zu dieser Zeit an sehr unterschiedlichen Orten aufhalten. Allen voran natürlich Cecil Weiss-Brod, die in Paris ist, dann Svenja Bischoff, Lektorin beim Waldstein Verlag, in dem das Buch erschienen ist und die aus Göttingen zugeschaltet ist,
und schließlich den Literaturkritiker Hermann Wallmann, der, wie es sich für den Vorsitzenden des Literaturvereins Münster gehört, aus Münster zugeschaltet ist. Da meine Universität mich ins Homeoffice geschickt hat, bin ich nicht in Osnabrück. Ich gehe aber davon aus, dass Osnabrück der Standort vieler weiterer Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Meetings ist. Ebenso wie natürlich Bonn, wo sich unsere Gastgeber aufhalten. Möglicherweise sind ja gerade Leserinnen und Leser, die gewohnt sind auf ihrem heimischen Sofa und gleichzeitig im London Charles Dickens oder in Paris Balzacs oder in Berlin Fontanes zu sein, genau die richtigen Gäste für ein solch entkörperlichtes Beisammensein. Wir werden am Ende wissen, ob es eher eine utopische oder eine dystopische Erfahrung gewesen ist, die wir hier zusammen gemacht haben. Abgesehen von diesem futuristischen Rahmen wird es sich aber um eine ganz normale Literaturveranstaltung handeln. Cecil Weißbrot wird einige Auszüge aus dem Roman in deutscher Übersetzung lesen und am Schluss dann auch aus dem französischen Original. Und die Gesprächsrunde wird gemeinsam darüber diskutieren. Bevor wir uns dem Buch selbst zuwenden, erlauben Sie mir nur einige wenige einführende Worte zu unserem Gast. Cecil Weißbrot gehört zu jenen nicht eben zahlreichen Autoren und Autorinnen, die in Deutschland ebenso zu Hause sind wie in Frankreich. Seit vielen Jahren pendelt sie zwischen Paris und Berlin hin und her. Sie ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Für ihre Übersetzungen aus dem Deutschen wurde sie mit dem Eugen Helmlee Übersetzerpreis ausgezeichnet und 2016 erhielt sie für ihre Verdienste als Mittlerin zwischen Frankreich und Deutschland den Preis der Berliner Akademie. Als Schriftstellerin ist Cecil Weißbrot im deutschen Sprachraum bekannt geworden mit Romanen wie Mann und Frau den Mond betrachtend, Der Verrat und Aus der Nacht. Es sind Texte, die im Zeichen der Erinnerung an die Katastrophen und Traumata des 20. Jahrhunderts stehen, allen voran der Holocaust. Cecil Weißbrot stammt aus einer jüdischen Familie, die aus Polen nach Frankreich eingewandert und tief vom Holocaust gezeichnet ist. Als Angehörige der Generation nach Auschwitz ist die Autorin lange Zeit von der Verpflichtung geprägt gewesen, in ihrem Schreiben die Erinnerung an das, was geschehen ist, zu bewahren. Gleichzeitig war sie aber auch mit dem Problem konfrontiert, wie diejenigen, die Verfolgung und Vernichtung nicht selbst als Zeugen erlebt haben, darüber schreiben können oder schreiben dürfen. Einerseits also die Frage nach der literarischen Darstellbarkeit, dem Experiment mit der Form und andererseits die moralische Verpflichtung von Literatur. Das sind Schlüsselbegriffe von Cecil Weißbrots Poetik, ihrem Selbstverständnis als Autorin. Dies zeigt sich auch in dem großen fünfteiligen Romanprojekt, an dem Cecil Weißbrot nun seit mehr als 10 Jahren arbeitet. Unter dem Obertitel Haute Mer, offenes Meer, hohe See, stellt sich hier verschiedene Kunstformen von der klassischen Musik über die bildende Kunst und die Performancekunst bis zur Popmusik auf den Prüfstand. Den Abschluss dieses Zyklus bildet nun Destruction, Zerstörung, der Roman, der uns heute beschäftigen soll. In ihm geht es um den Stellenwert der Literatur, des Schreibens in der Gegenwart bzw. in einer nahen Zukunft. Zerstörung ist ein dystopischer Roman, der das Schreckbild einer nicht allzu fernen Zukunft zeichnet, in der sich in Frankreich ein autoritäres, populistisches Regime etabliert hat. Mit dem Versprechen eines sorgenfreien Lebens in einer besseren, sonnigen Zukunft hat sich dieses Regime daran gemacht, die Freiheiten des Individuums wie der Kunst einzuschränken. Bücher werden konfisziert, Theater und Kino sollen ihr Publikum nur noch unterhalten, es wird kulturelle Autarkie propagiert, die Grenzen werden geschlossen. Die Erinnerung an eine möglicherweise belastende Vergangenheit soll ausgelöscht werden. Geschildert wird diese Entwicklung von einer Erzählerin, einer Schriftstellerin, die von einem anonym bleibenden, geheimnisvollen Mann den Auftrag erhalten hat, in einem Soundblog ihre Eindrücke des Geschehens festzuhalten und ihm zu schicken. Sie erweitert ihren Bericht durch die Einfügung weiterer Stimmen, erinnerte Unterhaltungen oder auch Dialogfetzen, wie man sie auf der Straße auffangen mag. Ob die Erzählerin, wie sie selbst hofft, damit im Dienst des Widerstands agiert oder aber im Gegenteil dem Regime zuarbeitet, bleibt offen. So viel nur erst einmal als kurze Hinführung zu unserem Gegenstand. Ich möchte jetzt unsere Gesprächsrunde eröffnen mit einem kleinen Rückblick oder einem kleinen Blick auf die Situation, aus der wir gerade entlassen werden, eben der Lockdown oder das Confinement, und fragen, welche, meine Gesprächspartner fragen, welche Auswirkungen
das eigentlich auf das literarische Leben gehabt hat. Zerstörung, das Buch, um das es uns geht, ist Anfang März im Waldstein Verlag erschienen als Teil der Frühjahrsproduktion. Kurze Zeit später begann dann eben dieser Lockdown, das heißt, das öffentliche Leben kam zum Erliegen. Ich möchte zuerst Cecil Weißbrot fragen, was bedeutete das ganz konkret für die Präsentation Ihres Buches? Was waren die Befürchtungen im Hinblick auf die Rezeption Ihres Buches? Wie haben Sie diese Situation erlebt? Ja, also ich wollte mich zuerst ganz herzlich bei Herrn Charrier und bei Ihnen, Frau Greve, bedanken, dass Sie und bei Frau Weichselbaum, dass Sie das alles organisieren könnten. Ich finde es sehr schön. Und naja, also ich hatte befürchtet oder ich war mir sicher, dass das Buch ganz unten gehen würde und hatte eine hoffnungslose Nachricht an Frau Bischoff geschrieben und gesagt, also das Buch wird nicht wahrgenommen. Ich war wirklich mir sicher, dass es ganz also verschwinden würde. Ja, ich glaube, dass dieser Eindruck, den hatten wir alle, also die Angst, dass da eine ganze Generation sozusagen von Büchern und aber eben auch dieses Buch, was uns so am Herzen liegt, wirklich untergehen würde. Herr Wallmann, der Literaturverein Münster begleitet das literarische Leben sehr aktiv, indem er eben gerade regelmäßig Neuerscheinungen präsentiert. Was waren die Folgen für die Arbeit des Literaturvereins in diesem Moment? Unabhängig von den organisatorischen Problemen, die wir hatten und haben und was die technische Seite betrifft, ich jedenfalls dank meiner Frau einigermaßen lösen kann. Für mich persönlich bei der Lektüre-Erfahrung gab es ein Problem. Ich musste das Buch sozusagen gegen seine eigene Aktualität in Schutz nehmen, ob ich wollte oder nicht. Ich hatte Angst davor, dass das Buch sozusagen inhaltistisch instrumentalisiert wird. Dass jeder jetzt plötzlich in diesem Buch das Buch zur Lage, das Buch zur Situation findet und letzten Endes den Blick dafür verliert, dass Literatur eben Literatur ist und dass im Grunde der ästhetische Mehrwert des Buches möglicherweise verloren zu gehen droht unter der aktualisierenden Vereinnahmung. Also das äußere Indiz dafür ist zum Beispiel die Gedankenlosigkeit und Fahrlässigkeit und Flüchtigkeit, welche das literarische Quartett mit Ausnahme der Juli C. dieses Buch im Grunde abgetan hat, als wenn es einfach nur eine kleine anekdotische Fußnote zu dem aktuellen Geschehen wäre. Dabei das, was an dem Buch dann gefährlich ist, diese dystopische Fantasie, die es entwickelt, das ist eine Fantasie, die gefährlich ist, auch für Zustände, in denen es keine Corona-Krise gibt. Und von daher meine ich, ist das Buch über diesen aktuellen Anlass hinaus wirklich und wahrlich bedeutend und verstörend und inspirierend und führt bei mir jedenfalls zu enthusiastischen Schlaflosigkeiten. Gut, Sie haben damit jetzt schon praktisch nicht nur ein Plädoyer für das Buch abgelegt, sondern auch schon in gewisser Weise erläutert, warum das, was wir also erstmal gefürchtet haben, nicht eingetreten ist, dass das Buch nämlich nicht untergegangen ist. Möglicherweise, weil es in gewisser Weise aktualistisch missverstanden worden ist, als ein Buch, das genau zur augenblicklichen Situation passt. Aber wir werden darauf ja dann gleich noch näher eingehen. Letzten Endes sicherlich aufgrund eben anderer literarischer und nicht nur vielleicht literarischer Qualitäten, die es hat. Frau Bischoff, aus der Sicht des Verlags, was waren Ihre Befürchtungen angesichts der Schließung von Buchhandlungen, der Absage von Lesungen? Wie haben Sie auf die Verzweiflung der Autoren und Autorinnen reagiert, die sich bei Ihnen gemeldet haben? Hatte der Verlag ein Programm, wie er diesem Desaster begegnen können würde? Wie haben Sie reagiert? Also Programm konnte man da eigentlich gar nicht haben. Unser Ziel war es immer, von Tag zu Tag zu schauen, was man tun kann, wie sich die Lage entwickelt. Aber es war natürlich dann schon sehr schnell so, dass wir auch Rückmeldungen von Autoren bekommen haben, die sich große Sorgen gemacht haben, weil sie natürlich auch von Lesungen und Veranstaltungen leben, ja, von den Lesungen, die sie machen. Und
Genau, wir haben uns dann ganz schnell Gedanken darüber gemacht, wie man das irgendwie auffangen kann, haben uns, ja, es gab dann Online-Lesungen, wie auch diese Veranstaltungen. Das sind natürlich Dinge, die dann Gott sei Dank auch organisiert wurden von Literaturhäusern, von Instituten und so weiter. Und da haben wir versucht, unsere Autoren irgendwie auch reinzukriegen und sie präsent zu halten damit. Dann eine andere Möglichkeit waren für uns natürlich auch die Social-Media-Kanäle. Das war eine große Hoffnung, die wir hatten, dass wir darüber eben auch viel auf unsere gerade neu erschienenen Bücher im März, die ja vorwiegend natürlich auch die belletristischen Titel, ja, die im März erscheinen, um dann auch auf der Leipziger Messe präsentiert werden zu können, die ja dann leider auch ausfiel, dass wir die eben auch über die sozialen Medien zeigen konnten. Und der Buchhandel hat da ganz großartig reagiert. Die Buchhandlungen haben sich ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie sie die Bücher doch an ihre Kunden weitergeben können. Die Buchhandlungen mussten geschlossen werden, aber trotzdem wurde im Hintergrund gearbeitet. Man hat überlegt, wie kann man die Bücher rausgeben aus der Buchhandlung? Kann man sie anderswo deponieren, in gegenüberliegenden Apotheken teilweise, sodass die Leute eben doch an ihre Bücher kamen? Und dafür haben wir dann eben auch versucht, irgendwie zu werben, dass man online trotzdem bei der Buchhandlung bestellen kann. Und dadurch immer wieder aufs Neue versucht, die Situation so gut es geht, weiter zu meistern. Und ich meine, jetzt im Fall von Cecile Weißbrots Zerstörung, haben Ihre Strategien sozusagen da Erfolg gehabt? Oder ja, wie ist das Schicksal jetzt speziell dieses Buches in den letzten Monaten gewesen? Vielleicht können Sie da auch noch etwas zu sagen. Ja, also meine persönliche Sorge war auch tatsächlich, was Herr Weimann schon angesprochen hat, eben, dass man es so sehr auf diese Situation jetzt zurückführt. Andererseits hat das dem Buch sicherlich auch gut getan, weil man sich, weil es dadurch erstmal auch präsenter wurde. Es gab viele Blogbeiträge, die sich mit dem Buch auseinandergesetzt haben, eben auch vor dem Hintergrund, den wir gerade haben. Aber es hat auch auf den Inhalt insofern Auswirkungen oder auf die Diskussion über den Inhalt Auswirkungen gehabt, dass man sich ja auch Gedanken darüber gemacht hat in Rezensionen und Besprechungen, inwiefern die Kultur denn wichtig ist für unsere Gesellschaft. Ja, also die Veranstaltungen fallen aus, Buchhandlungen haben zu, wir können nicht ins Theater gehen. Und das ist eben auch eine Situation, die im Buch beschrieben wird. Und dadurch wurden natürlich auch Diskurse eröffnet, die den Wert der Kultur, der Literatur wieder zentral gemacht haben. Also ja, da läge es jetzt für mich fast nahe, Frau Weißbrot darauf direkt anzusprechen, ob in dem Sinne diese Diskussion, die jetzt geführt worden ist, also über den Wert von Kultur und eben, also wenn wir gerade auch zumindest in Deutschland den Einsatz auch der Buchhandlungen eben betrachten und das Interesse auch der Buchkäufer, sich weiterhin Lesestoff zu verschaffen, ist das ein hoffnunggebendes Zeichen, dieses Engagement, also generell jetzt noch nicht, also bezogen direkt auf das, was Sie im Buch skizzieren? Ja, natürlich. Ich finde es ganz toll, wie die Buchhändler und die Verlagen sich engagiert haben. Ich muss sagen, in Frankreich war es nicht so. Mhm. In Frankreich haben die Buchhändler, sie hatten die Möglichkeit aufzumachen. Sie wurden vorgeschlagen, aufzubleiben und sie haben es abgelehnt. Ich glaube, sie wollten keine Gefahr, also nicht ins Gefahr, andere Leute mit Lieferanten und so, ja, und so weiter zu bringen. Und und einige haben ab und zu, wie in Deutschland, Online-Bestellungen angenommen und Lieferungen so gemacht, also fast heimlich. Aber so war es nicht in Frankreich. Ja. Gut, Frau Bischoff,
konkret. Also ich habe Ihren Worten entnommen, dass das Buch eben auch in den Social Media stark besprochen worden ist. Es ist nicht nur da besprochen worden, es hat auch eine große Rezension in der Süddeutschen Zeitung gegeben. Jetzt im literarischen Quartett merkt man das im Verlag? Ja, das merkt man auf jeden Fall. Also wir sind jetzt tatsächlich in der dritten Auflage, die jetzt eingetroffen ist, und das sind natürlich jetzt auch Dinge gewesen, die man als Verlag nicht vorhersehen kann. Wir haben uns dann natürlich riesig gefreut über die Rezensionen, über Blogbeiträge, über die Online-Aktion Radiobeiträge gab es im Deutschlandfunk und so weiter. Und das literarische Quartett ist dann tatsächlich auch nochmal ein Punkt gewesen, der sicherlich auch dem Verkauf gut getan hat und der dann dafür oder der uns auch dazu veranlasst hat, die dritte Auflage dann in den Druck zu geben, sodass wir weiterhin lieferbar waren. Gut, ja, dann erst einmal vielen Dank für diese kleine Tour d'horizon über den Stand in der literarischen Öffentlichkeit sozusagen und an sich die positiven Nachrichten, die wir haben, was also jetzt das Buch betrifft. Ich denke, dass alle, die es noch nicht kennen, jetzt auch sicherlich neugierig darauf sind, etwas aus diesem Buch zu hören. Und ich würde deswegen jetzt zu unserer ersten Lesesequenz übergehen und Cecile Weißbrot bitten, jetzt erst einmal einen Eindruck vom Buch zu geben. Ja, vielleicht sollte ich zuerst sagen, dass ich lese aus dem Anfang vom Buch, und das ist eine Art kurzes Prolog gibt und dann die Narrative und dann, wie gesagt, auch Dialogen. Das sind eher Stimmen, die kommen und gehen. Und ich hoffe, dass es spürbar wird, wie ich es das lese. Gut. Zu einer wissenschaftlich auf die Sekunde genau berechneten Zeit würde der Mond zwischen Sonne und Erde hindurchwandern und sein schnell voranziehender Schatten würde die Sonne verdecken, verdunkeln. Statt einer Mondsichel wäre eine Sonnensichel und dann eine schwarze Scheibe zu sehen. Ich wusste genau, was geschehen würde. Ich kannte die wissenschaftliche Erklärung dafür. Ich hätte den Ablauf der Ereignisse in allen Einzelheiten beschreiben können, ohne sie gesehen zu haben. Aber all das stand in keinem Zusammenhang zu der tatsächlichen Erfahrung. Auch die Worte, die ich gerade verwendet habe, sind zu abstrakt gewesen. Es geht um Gefühle, um Augenblicke, die in keiner Hinsicht mit etwas von mir bis dahin Erlebten vergleichbar sind. So beginnt ungefähr Stifters Bericht über die Sonnenfinsternis, die er am 8. Juli 1842 am frühen Morgen eines stillen Tages in Wien erlebt hat. Die Nacht umgibt mich, wie von Ihnen gewünscht. Ich habe keine Bezugspunkte mehr, weder im Raum noch in der Zeit. Dabei bin ich zu Hause, aber die Stimme, die ich höre, klingt seltsam, als ob ein anderer durch mich spreche, als wäre ich zu Hause, ohne zu wissen, wer ich bin, und folglich spreche ich, ohne zu wissen, was ich sagen werde. Lassen Sie von diesem Experiment nie etwas anklingen. Das war Ihr Wort, glaube ich. Reden Sie mit niemandem darüber. Wir wollen den natürlichen Lauf Ihrer Gedanken und nicht das Ergebnis eines Austauschs mit anderen. Wir wollen das Geheimnis zur Sicherheit. Und um dieses Experiment nicht zu verfälschen, ja, ich bin sicher, dass Sie das Wort Experiment verwendet haben. Und ich habe Ihnen nicht gesagt, dass es mir missfiel.
dass es mir das Gefühl gab, an einer Sache teilzunehmen, deren Zweck ich nicht nur nicht kannte, sondern die sich mir auch völlig entziehen würde. Anders gesagt, was sie daraus machen würden, hätte vielleicht nichts zu tun mit dem Wenigen, das ich mir selbst darunter vorstellen könnte. Stellen Sie sich nicht zu viele Fragen, haben Sie nun gesagt, als hätten Sie diesen Einwand vorhergesehen. Legen Sie los, das wird schon. Wann hat diese Geschichte begonnen? Ein unsichtbarer, allmählicher Anfang, ein Schatten, der sich ausbreitet, bis zu dem Tag, an dem eine Veränderung offenkundig wird. Dieser Tag wird gewöhnlich als der Anfang angesehen, als der erste Tag einer neuen Ära, während sich doch alles schon seit langem anbahnte. Vielleicht erinnern Sie sich an die Zeit, in der die Zukunft Angst machte. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir, statt zurückzublicken, um uns zu vergewissern, dass das Ungetüm nicht hinter uns her war, sondern schön in der Höhle der Vergangenheit verkrochen blieb, vielleicht erinnern Sie sich, dass wir nach und nach anfingen, mit leichter Bangigkeit, einem Gefühl des Unwohlseins, der Vorahnung den Horizont abzusuchen. Verschiedene schwer zu erkennende, schwer zu identifizierende Formen zeichneten sich ab, aber die Hoffnung, die wir in die Zukunft setzten, trübte sich ein wie die Wasseroberfläche, wenn ein leichter Wind aufzieht, kaum spürbar zuerst und dann stärker unverkennbar. Bald war kein Zweifel mehr erlaubt, da war tatsächlich etwas am Horizont, eine dunkle Form, ein unbekanntes Gewächs, eine Tiersilhouette. Etwas erwartete uns und es war zu spät dazu, ihm aus dem Weg zu gehen. Wir hätten es voraussehen müssen. Wir haben Vorbereitungen getroffen, ohne es zu wissen. Hasserfüllte Kommentare. Diese Gewalt im Netz. Nie eine positive Bewertung. Jedes Wort ergreifen war eine Aggression. Es gab zwei Seiten. Auf der einen die Gewinner. Herrisch, fest sich an die Macht und ihre Privilegien klammern, allen Rufen gegenüber taub. Auf der anderen die Verlierer. Entmutigt, verzweifelt, umherirrend auf der Suche nach einem Platz. Ausgeschlossen aus der Zukunft, ausgeschlossen vom Horizont. Im Schatten der stolzen Zuschauerstellung der Gewinner. Ihre Urkenntnis des Wettrennens der Zeit beteuernd. Vorher war es so, sagten sie, und nachher wird es genauso sein. Das Nachher ist nur eine Verlängerung des Vorher. Nichts kann sich jemals ändern. Und die Verlierer, am Fuße des Festungsmauern, der Dämme, aller Verteidigungseinrichtungen, festgenommen, festgesetzt, hatten sie noch eine Möglichkeit, den Durchlass zu erzwingen. Bei denen, die nichts mehr zu verlieren hatten, waren Worte im Umlauf. Bei denen, die bewahren wollten, waren sie wie eingefroren. Dialog unmöglich, geschweige denn Austausch. Genug der Vergangenheit, sagte ich mir in der Zeit davor. Die Epoche muss sich entschieden, der Zukunft zuzuwenden. All diesen von der Technik entworfenen Gegenständen, die wir kaufen, bevor wir noch ihre Verwendung kennen, ich werde sie ebenfalls ausprobieren. Die Zukunft gehört denen, die vergessen können, denen, die keine Erblast tragen. Die Zukunft gehört den anderen, denen, die noch nicht ihre Chance gehabt haben, denen, deren Namen noch unbekannt sind. Die Erinnerungen verscheuchen das Gedächtnis.
wenn die Ruftaste im Aufzug weiter aufleuchtet, obwohl weder der Motor noch die Tür noch ein Schritt auf der Treppe zu hören ist, nicht immer denken, das ist einer derer, die mich verlassen haben, die ich vergessen will, einer derer, die ich verlassen habe, ein Zeichen ihres Vorüberstreifens. Es heißt, es brauche Zeit, um die Dinge aufzubauen, Zeit zu gestalten, zu errichten. Ich glaube vielmehr, dass es Zeit braucht, zu zerstören. Denn es genügt nicht, einen einzigen Stoß zu versetzen, eine empfindliche Stelle zu treffen. Es genügt nicht, diesen schwachen Punkt zu finden und zuzuschlagen, um alles zum Einstürzen zu bringen. Was Wirkung zeigt, sind die wiederholten Schläge, die zunehmenden vielfältigen Angriffe, die nicht abgesprochen sein müssen. Eins kommt zum anderen. Die Treffer häufen sich und sind vereint in ihrer Wirkung. Dann braucht es noch einen kleinen Ruck. Ich rede zu Ihnen, mitten in der Nacht, in der Leere, die entstanden ist, in der Stille, die sich ausgebreitet hat. Ich kann nicht sagen, dass ich eine Überlebende inmitten von Ruinen bin. Die anderen sind nicht tot. Es gibt keine Ruinen. Und doch habe ich ein solches Gefühl, dass sie nun einmal Gefühle brauchen. Wir waren im Theater, auf der Bühne Macbeth, im Saal das stille Publikum, alle Blicke in die gleiche Richtung gewandt. Macbeth richtete sich an Banquo oder vielmehr an sein Gespenst, während die Gäste nur einen leeren Platz sahen. Man hat Gemälde daraus gemacht. Man hat Opern daraus gemacht, der Platz ist leer und das Gespenst stumm. Aber Macbeth sieht und Macbeth spricht. Es war jener Moment, da die blutige Vision seinen Geist trübt und am Tisch Unverständnis herrscht, während ein Schrecken das Publikum streift. Wir hingen an dieser unsichtbaren Erscheinung bis zu dem Moment, als die Stille ein wenig zu lange fortzudauern begann. Gehört das zum Stück dazu? Haben wir uns etwas erstaunt gefragt, während die Stille weiter andauerte. Etwas Unvorhergesehenes, eine leichte Entgleisung. Bankos Gespenst war von der Bühne verschwunden. Wir waren im Kino, in einem kleinen Saal, in dem es ein bisschen zu warm war. Die Sessel waren ziemlich unbequem. Man versank ein wenig zu sehr darin. Ich halte mich mit den Details auf, wie um den Augenblick hinaus zu zögern, als wäre noch Zeit, die Geschichte aufzuhalten. Es gab dort gerade eine Reihe von Stummfilmen mit improvisierter Musikbegleitung wie in den Anfängen des Kinos. Auf dem Bildschirm näherten sich einander die Sonne und der Mond, von menschlichen Gesichtern dargestellt, deren bizarre Gesichtsausdrücke etwas obszön Genüssliches hatten. Vor allem aber betrachtete ein seltsamer Lehrer, der das Phänomen soeben seinen Schülern erklärt hatte, in einer mittelalterlichen Kulisse vom Obergeschoss aus dem Himmel durch sein Teleskop. Man hatte gesehen, wie er sich beeilt hatte, um die Sonnenfinsternis nicht zu verpassen, die dauerte nur einige Minuten. Zu neugierig lehnte er sich weit vor, um besser sehen zu können, und genau in dem Moment, in dem er aus dem Fenster fiel, war etwas anders geworden. Es gab ein Geräusch, eine Art Krachen, eine Explosion, ein Erdbeben. Alle stürzten schon zum Ausgang, zum Notausgang. Es war so dunkel, als hätte sich die Sonnenfinsternis auch im Saal ausgebreitet. Der Titel? Es war ein Film von Méliès, mit einem merkwürdigen Titel, ich weiß nicht mehr. Doch, es fällt mir wieder ein, die Sonnenfinsternis bei Vollmond. Fragen Sie mich noch nicht, was es bedeutet. Draußen haben wir alle unwillkürlich die Augen zum Himmel gehoben, aus Angst,
dass die Szene, die wir eben gesehen hatten, sich draußen wiederholen könnte. Aber draußen war alles an seinem Platz, die Sonne war da und es war helllichter Tag. Kommen Sie zurück, rief vergeblich der Kinobesitzer, der auch nach draußen geeilt war. Es ist bloß eine Sesselreihe zusammengebrochen. Wir waren auf der Straße und plötzlich hat sich das Licht verändert. Vögel flohen am Himmel, schwarze Vögel, Krähen vermutlich, die aber größer schienen als gewöhnlich. Sollten wir losrennen? Wir haben gezögert. Dabei darf man nie zögern. Man muss aufbrechen. Sofort. Und wir sind geblieben. Bleiben haben wir gesehen. Haben gesehen, wie der Himmel sich verdüsterte nach dem Verschwinden der Vögel, wie die Stadt verstummte, wie eine Art Verzweiflung sich herabsenkte, uns überfiel, einem Nebel gleich, der plötzlich alles einhüllt und Formen und Geräusche verwischt. Wir waren nur noch Stille und Dunst. Wir waren nur noch Erwartung oder vielmehr Erstarrung. Und der Moment ging vorbei. Alles war wieder wie vorher. Wenigstens haben wir so getan, als würden wir es glauben. Danke. Ja, vielen, vielen Dank für diese erste längere Sequenz aus dem Buch. Textausschnitte, vor allen Dingen eben aus dem ersten Kapitel, die verschiedenen Formen des Sprechens eben auch in dem Roman, glaube ich, deutlich werden lassen. Angefangen eben mit diesem Prolog, wie Sie es nennen. Ich habe mich immer gefragt, eben was es für eine Art von Text ist, ob man das Motto nennen kann, aber Prolog ist wahrscheinlich sehr viel passender, der sich auf Stifter bezieht. Herr Wallmann, Sie haben eben schon angesetzt sozusagen zu einer Verteidigung des Romans gegen eine Reduzierung sozusagen auf einen Corona-Roman. Wenn Sie jetzt diese ersten Auszüge, wenn Sie denen zuhören, ja, wie können Sie daran Ihren Eindruck, dass es mehr ist, dass es etwas anderes ist als ein Corona-Roman vielleicht noch auch illustrieren? Was ist der Roman? Was macht für Sie eigentlich die Qualität und vielleicht auch dann doch auch den aktuellen Bezug in einem allgemeineren Sinne aus? Also ich persönlich meine, dass das, was wir jetzt gerade gehört haben, das Buch insofern charakterisiert, als es Stellen waren, die, wenn man so will, in der Tradition von Tagebuchaufzeichnungen, von Nachtstücken, von reflektierender Prosa bis hin zu aphoristischer Prosa stehen. Auf der anderen Seite, und das wird nach meiner Ansicht schon am Motto sichtbar, hat der Roman eine ganz bestimmte ästhetische Idee, die auch etwas mit der Beherrschung des Stoffes durch Struktur zu tun hat. Das Motto, was Sie am Anfang oder wie auch immer man das dann nennen mag, diese Anspielung auf Stifters Erzählung oder Stifters Bericht über die Sonnenfinsternis, ist insofern charakteristisch, als man bei Stifter schon eine Schwelle betreten findet, die von der Abbildung in die Autonomie von Kunst geht. Das wird häufig vergessen bei dieser Stifterlektüre, dass er am Ende dieser Sonnenfinsternis-Erzählung im Grunde darüber nachdenkt, ob es nicht so etwas Ähnliches geben könnte, wie eine Symphonie, wie eine ästhetische Auseinandersetzung mit einem Naturphänomen, das nicht mehr abbildet, sondern auf eine autonome Weise Schönheit produziert, Schrecken produziert. Und von diesem Stifteransatz, der Stifter, der im Zusammenhang mit diesem Naturereignis eine neue ästhetische Form zu kreieren versucht, von diesem Stifteransatz her kann man im Grunde das ganze Buch betrachten, auch als eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen des Erzählens von Schrecken, von sozialen Katastrophen. Es gibt eine ganze Litanei von Anspielungen auf Charles Dickens Romane, aber es gibt am Ende des Romans auch Anspielungen auf eine literarische Tradition, auf eine literarische Schule, die der Ulipo, der Werkstatt für potenzielle Literatur, wo im Grunde klassisches, realistisches Erzählen aufgegeben wird, zugunsten von künstlichen Selbsterschwerungen, also ein Buch, wo ein bestimmter Vokal nicht vorkommt. Und in dieser Weise,
wie Cecil Weisbrot auf der einen Seite traditionelle Erzählmuster und Reflexionsmuster verarbeitet und auf der anderen Seite das ästhetische Konzept nicht aus dem Auge verliert, mit einer Strenge, die fast sogar schon an die Struktur von klassischen Dramen erinnert. Der Roman hat 5 Teile, jedem Teil ist ein Motto vorangestellt, jeder Teil hat 3 einzelne Kapitelsequenzen. Und von daher finde ich, ist die ästhetische Struktur des Romans seine eigentliche Opposition gegen das, was augenblicklich passiert. Ja, vielen Dank für dieses, für diesen Blick auf den Roman, der in der Tat jetzt den Blick schon lenkt, weg eigentlich von bestimmten dystopischen Elementen hin, ganz stark auf das, eigentlich eben auch auf die literarische Komposition, auf das Gemachtsein. Wenn ich das nur aufnehmen kann, also in dem Prolog ist eben ja auch schon gleich die Rede von der tatsächlichen Erfahrung, die gemacht worden ist, aber für die es eben eigentlich noch nicht die Worte gibt, um sie darzustellen, um sie zu vermitteln. Nichtsdestotrotz sind ja auch gerade in diesen ersten Auszügen ist ja auch genau dieser Aspekt eigentlich der Angst, der Katastrophe, die sich ankündigt, wird da schon deutlich. Einmal etwa in dieser Passage, in der von den Verlierern und den Gewinnern die Rede ist und eben dem völlig fehlenden Dialog, womit ja auch schon so eine ausweglose politische Situation in gewisser Weise angesprochen wird. Und dann diese vielen anderen Elemente der Vorahnung, der Ahnung etwas Schrecklichen, das kommen wird. Cecil Weisbrot, das Buch schildert eben auch die Etablierung einer Diktatur, die Bücher, aber auch Familienfotos beschlagnahmt, die Gebäude abreißt, um das Gesicht der Stadt zu modernisieren, die es eben letztlich darauf abgesehen hat, die Vergangenheit bzw. das kulturelle Gedächtnis auszulöschen. Sie haben einmal an anderer Stelle gesagt, dieses Buch sei aus einer Angoisse, einem Gefühl der Angst heraus entstanden. Könnten Sie das noch etwas näher vielleicht erläutern? Worin ist diese Angst begründet? Was fürchten Sie? Es gibt 2 unterschiedliche Gründe. Zuerst hatte ich Angst vor der Politik. Ich habe angefangen, also den Roman angefangen zu schreiben, das war im Herbst 2016. Und dann gab es der Anfang des Wahlkampfes in Frankreich für die Wahlen, also Präsidentwahlen. Und wir dachten, und es stimmte, dass Marine Le Pen und die Rechtsradikalen, die also an die Macht kommen könnten. Und ich hatte, also wie gesagt, das kommt am Ende eines Zyklus, dieser Roman, aber man kann, also dieser Zyklus besteht aus 5 Romanen, die alle mit der Kunst zu tun haben, aber das ist wie ein Archipelago. Man kann noch eine Insel besuchen oder mehrere und die Reihe ist nicht so wichtig, die Folgereihe, meine ich. Aber ich hatte vor, dieses Zyklus zu vollenden, die ich vor 12 Jahren oder mehr angefangen hatte und ich wollte, ich wusste schon vom Anfang an, dass im letzten Roman wurde um Literatur gehen. Und ich wollte das schreiben. Ich hatte keine Ahnung, wie und und dann hatte ich dieses Bedürfnis aus Angst, auf die Lage, über die Lage in Frankreich sozusagen, die politische Lage zu schreiben. Und dann, das war wie 2 unterschiedliche Flüsse. Und dann haben sich die Flüsse plötzlich
zusammengetroffen, sind zusammengetroffen. Und ich habe gedacht, aber warum würde ich nicht es versuchen, beides, also gleichzeitig zu machen im gleichen Buch. Und so hab ich mit diesem Impuls angefangen. Und was mir Angst auch machen, also im Literaturbetrieb sozusagen, ist diese Vereinfachung, also die Bücher, die sehr einfach geschrieben sind, also ohne Ästhetik sozusagen und ohne. Und das befürchte ich auch. Und das, also ich versuche es also anders zu schreiben, aber es ist auch nicht immer so einfach für Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, die sich in einen solchen Weg engagieren, einen Verlag auch zu finden. Denn es gibt auch Verleger, die finden, dass diese Art von Büchern zu kompliziert ist und wird sich nicht verkaufen und so weiter. Und als Autorin kann ich nicht, also ich richte mich nicht daran, also das ist nicht mein Ziel. Ich schreibe, wie ich schreibe und versuche es am besten zu machen und habe nicht solche Gedanken. Ja, nur an das Letzte anknüpfen sozusagen, dass die Sorge besteht, dass man für diese Art Literatur nicht mal mehr einen Verlag findet. Umso schöner finde ich, dass gerade auch dieses Buch dann aus der Pentalogie, wie eben auch Eclipse, übersetzt worden ist und dass der Waldstein Verlag tatsächlich bereit war, dieses also sicherlich nicht einfache Buch in seinem Programm aufzunehmen. Ja, natürlich hat es mich sehr gefreut. Aber nochmal zurück, also insofern nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, ist es eben doch auch, also es ist ein Eindruck, den ich auch hatte, zum Teil bei der Lektüre, dass es zumindest so Passagen gibt, in denen man den Eindruck hat, dass es sich sehr deutlich auf bestimmte politische Tendenzen in Frankreich, aber nicht nur in Frankreich, sondern natürlich auch in Deutschland bezieht. Wenn es um Fremdenfeindlichkeit geht, um Chauvinismus, dann denkt man unmittelbar an den Front National oder eben die AfD hier auch. Aber auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, so eine konkrete politische Sorge ist der eine Teil, aber sehr viel schwerwiegender ist das, was Sie zum Schluss jetzt auch aufgezeigt haben, diese Vereinfachung sozusagen, die Reduzierung der Kultur, der Sprache, der Literatur, statt ästhetischer Kriterien nur noch Verkaufszahlen als Argumente, könnte man in gewisser Weise auch sagen, diese Entwicklung in eine Katastrophe, in eine Diktatur, die Sie hier beschreiben, vorwegnehmen, ist nicht eigentlich wirklich das Ergebnis eines gewaltsamen Umsturzes oder Ähnliches, sondern tatsächlich eher so ein langsamer Prozess, in dem sich die Gesellschaft selbst entmündigt hat. Ja, die Gründe sind nicht so gekannt. Also es ist nicht genau, ich wollte auch nur eine Stimmung schildern und keine genauere Ereignisse. Und es gibt auch keine gewalttätige Szenen, keine Mörder oder so. Ja, oder so. Aber es gibt es herrscht eine Stimmung von Bedrohung und das hatte ich im Sinn, dass es vielleicht mehr Wirkung haben könnte, das als Bedrohung und diese Angst zu beschreiben, als solche, also als Gewalt, pure Gewalt. Ja,
möchte von ja, habe ich die Frage nicht beantwortet? Doch, absolut. Nein, ich zögerte jetzt nur einfach, wollte fragen, ob es noch andere Fragen von den anderen Teilnehmern auch zu diesem Aspekt gibt oder ob wir sonst jetzt mit der zweiten Sequenz aus dem Roman weitermachen mit der Lesung eines weiteren Abschnittes. Ja. Also es geht ein bisschen weiter im Roman, aber schon noch am Anfang. Ich erinnere mich, dass wir an die Zahlen glaubten, an die der Mathematik, der Wirtschaft. Wir dachten, sie würden die Welt beherrschen und es genüge, sie zu kennen. Kann ich so weit gehen, zu sagen, sie entziffern? Die betrachteten sie als Gottheiten, ein bisschen wie die Maya, die jede Zahl einem Gott zuordneten und vergaßen, dass wir sie erschaffen hatten. Wir dachten, wir könnten mit ihrer Hilfe die Welt steuern, Regeln und Gesetze, Zyklen ausfindig machen, Länder regieren. Dank der Zahlen lebten manche besser als andere und zu diesen gehörte ich. Wir glaubten, die Zukunft sei mit den Zahlen verknüpft. Das 21. Jahrhundert, dachten wir, würde das Jahrhundert des Fortschritts sein, der Wissenschaft, der Eroberung, der Weltraums, die das 20. sowohl eingeleitet als auch abgebrochen hat. Wir glaubten, die Katastrophen des vorigen Jahrhunderts hinter uns gelassen zu haben, ungeachtet mancher Zeichen, Flugzeuge, die ohne eine Erklärung abstürzten, Stürme von unbekannter Stärke, neue Epidemien, glaubten wir, das Schlimmste überwunden zu haben. Und die Stadt, der es gelungen war, seit Jahrzehnten allem zu entgehen, eine Stadt von Weltruhm, in welche die Touristen strömten, um Sehenswürdigkeiten zu bewundern, deren Namen in der ganzen Welt widerhallten, jene Stadt, aus der ich zu Ihnen spreche, Paris, schien uns für immer verschont zu sein. Hauptstadt eines Landes, in der die Geschichte sich weigerte anzuhalten, dachten wir, an der sie vorüberging. Es gab eine Art stillschweigenden Pakt. Was immer auch Schwieriges, Unangenehmes, Ungeheuerliches geschehe, würde von uns sogleich vergessen werden. Wir würden nicht mehr darüber reden und es wäre, als sei es nie geschehen. So glaubten wir, von den großen Umwälzungen, den kosmischen Bewegungen, den Unfällen verschont zu bleiben. Und wir haben uns so sehr davon überzeugen wollen, dass wir am Ende daran geglaubt hatten. Nichts würde je passieren, außer im Kleinen, in unseren persönlichen Existenzen. Der Verlust einer Arbeit, ein Todesfall, eine Trennung, Dinge, die in die Biegung des Flusses, in den Fluss der Zeit angepasst werden konnten, die, wenn auch langsam und schmerzlich, überwunden werden konnten. Nichts Kollektives jedenfalls, keinerlei Katastrophe. Es hat an meine Tür geklopft. Ich habe immer durch den Spion geschaut, bevor ich geöffnet habe. Also ich habe nie aufgemacht, wenn ich keinen Besuch erwartet habe. Die Sprechanlagen, die Codes, das muss doch zu irgendwas gut sein. Ich mag das Unbekannte nicht, das Unvorhergesehene. Man kann nicht immer Ja sagen, wenn man um etwas gebeten wird. Oder man wäre nur noch damit beschäftigt, Geld zu verteilen, anderen zu helfen. Helfen die anderen uns? Alleine in der Nacht folge ich ihnen ihrem Aufruf. Aber in Wahrheit bin ich es, die ruft. Früher gab es Leuchtturmwärter auf hohem Meer. Ihre Aufgabe war es, den Leuchtturm zu hüten, ihn instand zu halten, ihn in der Abenddämmerung anzuschalten, um den näher kommenden Schiffen eine Gefahrenzone anzuzeigen. Wenn es zu einem Schiffsunglück kam, konnten sie ihm nur beiwohnen, im besten Fall
konnten sie Hilfe rufen. Denn sie durften unter keinen Umständen den Leuchtturm verlassen. Heute denke ich an sie, versuche mir vorzustellen, dass es mehrere von uns gibt. Sie sind nicht alleine, haben sie mir gesagt. Sie sind Teil einer Gruppe. Ich glaube, mich genau daran zu erinnern, was sie sagten. Aber es entfernt sich. Je länger ich diese Worte hier aufnehme, als wären meine Worte dazu bestimmt, die ihren zu ersetzen, sie auszulöschen. Ich stelle mir vor, dass wir mehrere sind und auf unsere Weise das Licht deines Leuchtturms anschalten und dass mit unserer Hilfe ein Lichtstrahl einen Teil der Nacht durchfegt. Da lag schon lange dieser Geruch in der Luft, leicht abstoßend, unbeschreiblich, undefinierbar. Und diese Angst, sie sind nicht versucht, das im Nachhinein so darzustellen, aber die Vergangenheit ließ sich immer im Nachhinein, nämlich der Zukunft. Es gab zu viele Wörter. Jeder hatte etwas zu sagen. Wir waren überflutet von Erklärungen, von Äußerungen, von Kommentaren, die den Charakter einer Prophezeiung hatten und sich doch geirrt haben. Es ist Sonntagabend. Ich schicke diese Tonchronik, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, angereichert durch einige Reportagen. Und das ist auch nicht das richtige Wort, durch einige Beiträge. Ich sollte nicht diese Art von Postskriptum anfügen, aber es ist schon dunkel. Und auch wenn die Stunde weniger vorgerückt ist als sonst, herrscht hier Finsternis. Der Raum ist abgeschirmt von den beleuchteten Fenstern auf der anderen Straßenseite. Ich habe die Vorhänge zugezogen, habe mich abgeschottet vom Rest der Welt. Nachdem ich die Stufen erklommen habe, die zur Spitze des Leuchtturms führen, betrachte ich die Weite des Ozeans, die Bewegung der Wellen, die heute nicht zum Sturm ausarten werden. Der Sturm hat stattgefunden. Es ist Sonntagabend. Ich sollte mich nicht an sie wenden. Hoffentlich verübeln sie es mir nicht. Ich habe ihre Telefonnummer nicht, sonst hätte ich sie angerufen. Ich hätte sie fragen wollen, warum ich weitermachen soll und bis wann. Was sie von mir erwarten. Welchen wirklichen Sinn ihr Unterfangen hat. Was sie darüber wissen. Ob sie in mir wenigstens teilweise erklären können. Diese Wörter, die sie verwendet haben, Experiment, Ziel, sind sie jemandem unterstellt, einer Organisation? Warum fühle ich mich an sie gebunden, wie durch ein Versprechen, das ich gegeben hätte, obwohl es keinerlei Vertrag gibt zwischen uns, keine Unterschrift und obwohl wir einander nicht kennen? Ich habe eine mitten in der Nacht gepostete akustische Nachricht von Ihnen bekommen. Auch Sie arbeiten offenbar nachts. Versuchen Sie, keinen direkten Kontakt herzustellen, sagten Sie. Richten Sie sich nicht an uns. Wir haben keine Zeit, uns persönlichen Fragen zu widmen. Ihre Befindlichkeiten gehen uns nicht an. Diese kurzen Worte stellen eine Ausnahme dar, die sich nicht wiederholen wird. Geduldig, hartnäckig bauen wir ein gewaltiges, unsichtbares Spinnennetz, in dem diejenigen sich verfangen werden, die für immer die Macht zu haben glauben. Sie müssen weitermachen, bis sie von uns eventuell eine gegenteilige Weisung erhalten. Wir haben unsere Gründe, warum wir sie ausgesucht haben. Sie haben sich darauf eingelassen. Auf einem solchen Weg gibt es kein Zurück. Nehmen wir einmal an, dass sie aufgeben, dass sie sich anders überlegten, allein dadurch, dass sie mitgemacht haben und sei es nur einmal, sind sie gefährdet. Also können sie genauso gut bis zum Ende weitermachen. Ich hätte ihnen gerne geantwortet, dass ich nicht aus Angst um ein Zeichen von ihnen gebeten habe, sondern aus einem Moment der Einsamkeit heraus. Auch heute sitze ich wieder vor meinem Bildschirm. Als Hintergrund
habe ich eine Mondansicht ausgewählt. Die Mondoberfläche scheint zunächst uneben und grau, von unregelmäßigen Kratern übersät. Von Kratern? Sie sehen eher aus, als seien sie aufgesetzt und nicht versenkt. Am schwarzen Horizont eine farbige Kugel, rund und schön, auf der sich Meere und Kontinente abzeichnen. Die Erde. Wir. Wenn ich Ihnen Bilder schicken könnte, aber Sie haben gesagt, nur akustisches Stimmen, Ihre oder andere, hätte ich Ihnen dieses geschickt. Die weite und graue Mondoberfläche, fremd, wie es das Leben heute ist, und die Erde in lebendigen Farben, die nah scheint, aber unerreichbar ist, unser gestriges Leben. Erinnern Sie sich an jene Szene, in der ein ganz junges Mädchen in Begleitung eines alten Mannes, seines Großvaters, sich auf die Flucht machen muss vor dem angekündigten Bankrott, der Armut, und dabei denken will, es handelt sich um ein schönes Abenteuer? Erinnern Sie sich, dass Sie Marionettenspielern begegnen, die satirische Stücke zeigen? Erinnern Sie sich, dass das Mädchen Arbeit und Zuflucht bei einer Dame findet, die eine Sammlung von Wachsfiguren historischer Personen besitzt und dass das der sehr junge Mädchen vor dem gedrängten Publikum deren Geschichte erzählt, wobei sie nacheinander auf jede der Figuren zeigt und dass sie damit einen gewissen Erfolg hat? Erinnern Sie sich an jenen ein wenig einfältigen Jungen, dessen treuer Gefährte ein Rabe ist, der sprechen kann und fast schon eine Wahrsagungsgabe besitzt? Erinnern Sie sich an jene Eröffnungsszene, jene Beschreibung eines Flusses in der Nacht, auf dem aus geheimnisvollen Gründen eine Barke dahin gleitet und in dem eine Bewegung des Wassers verrät, dass da eine Leiche schwimmt? Erinnern Sie sich an jene gegensätzlichen Orte, einen Salon der guten Gesellschaft, den Unterschlupf eines Pfannleiers, der unter der Fuchtel eines gnadenlosen Jungen erblicken ist. Erinnern Sie sich an jenen schrecklichen und hässlichen Mann, an die immer neue Qualen, die er erfindet, um seine Frauen und seine Umgebung zu terrorisieren und seinen Willen durchzusetzen? Erinnern Sie sich an London und das Kanzleigericht, an jene endlosen Prozesse? Erinnern Sie sich an London und das Parlament, an den Aufstand der Protestanten? Erinnern Sie sich an die Themse und die Docks, wo sich zwielichtige Existenzen versteckt hielten? Erinnern Sie sich an die ländlichen Gegenden und an die ärmlichen Häuser, in denen Güte zu Hause war? Und an die weiträumigen Villen, in denen sich furchtbare Tragödien abspielten. Nein, ich erinnere mich an nichts. Erinnern Sie sich an eine Welt? Ich kenne nur die, in der wir leben. Diese Welt ist zweimal verschwunden. Ich lebe nur in die Gegenwart, in der Gegenwart. Einmal im Raum, einmal in der Zeit. Sie sprechen in Rätseln. Es war im 19. Jahrhundert, so weit weg von uns, glücklicherweise sehr weit weg. Das 20. ist nur eine Verlängerung davon, aber unser Jahrhundert heute hat gebrochen mit dieser trübseligen und verstaubten Vergangenheit. Es geschah im Romanen. Romanen? Entschuldigung, ich weiß, das Wort gibt es, es bezeichnet ein altes Phänomen, aber ich weiß nicht mehr, was es meint. Können Sie es mir kurz erklären? Der Autor hieß Charles Dickens. Und? Das ist ein Name wie jeder andere. Ich bin sicher, dass heute sehr viele Leute Charles Dickens heißen. Er schrieb auf Englisch. Ich habe von dieser Sprache gehört, aber es ist nicht die Sprache, die wir hier sprechen. Sagen Sie mir besser, was ist ein Roman? Ein veraltetes Wort, glaube ich. Mir scheint, ich habe es schon sehr lange nicht mehr vernommen. Es gehört tatsächlich in das Lexikon der nicht mehr verwendeten Wörter. Der Verbotene? Es war nicht nötig, es zu verbieten. Es ist veraltet.
Aber was hat es bezeichnet? Anders als Sie glauben, wurde es vor nicht allzu langer Zeit noch benutzt. Falls es im 19. Jahrhundert war, ist es wirklich zu lange her, als dass man sich noch daran erinnern könnte. Es wurde noch im 20. Jahrhundert verwendet und sogar am Anfang des unseren, des 21. Es ist so. Früher schrieb man Bücher, die Geschichten erzählten, die nicht wirklich passiert waren, sondern die man erfand, die man sich vorstellte. Warum soll man sich Geschichten vorstellen, wenn so vieles geschieht, was interessant zu erzählen ist? Sie sind wirklich ein Kind ihrer Zeit. Das hat damit nichts zu tun. Was ich da sage, liegt auf der Hand. Sie sind beeinflusst von ihrer Zeit. Diese Leute, von denen Sie reden, die Geschichten erfanden, müssen auch von ihrer Zeit beeinflusst gewesen sein. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Warum sollte man sich für Geschichten interessieren, die es nicht gibt, für Ereignisse, die nie passiert sind? Weil sie manchmal mehr Existenz haben, als die, die passiert sind. Danke. Ja, vielen, vielen Dank für diesen zweiten Auszug jetzt noch aus den Anfangskapitel. Ich finde gerade die letzte Passage jetzt hier, diese Hommage an Charles Dickens und dieses etwas, ja, doch satirisch-komische Gespräch auch darüber, was denn um alles in der Welt Romane sind, das empfinde ich schon als eine Schlüsselstelle auch des Textes. Und eigentlich habe ich in gewisser Weise den Eindruck, dass ausgehend von dieser Frage, die am Anfang formuliert wird, der ganze Text dann vielfältige Antworten auf diese Frage dann auch wieder findet. Die Antwort selbst, die in dem Dialog gegeben wird, ist ja eigentlich eine alte. Sie findet sich schon bei Aristoteles, nämlich dass erfundene Geschichten, wenn sie gut sind, wahrer als reale Geschichten sein können. Ich frage mich, ob der Roman nicht auch gerade zeigt, dass es diesen Gegensatz zwischen wirklich, real und erfunden letztlich eigentlich gar nicht gibt oder dass er keine Rolle spielt. Zeigt das Buch nicht auch, dass wir gerade die erfundenen Geschichten zum Leben brauchen? Das glaube ich. Ich wollte, das hat damit nichts zu tun, aber das hätte ich schon früher erwähnen sollen. Das Buch habe ich natürlich nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf Französisch. Und die Übersetzung ist von einer berühmten Schriftstellerin, Anne Weber, und das wollte ich sagen. Die Literatur, also ich glaube, ja, es ist gegenseitig. Es ist auch schwer, eine solche Frage zu beantworten. Denn also Lesen und Schreiben, das ist mein Leben. Und ich könnte mir mich vielleicht vorstellen, ein Leben ohne, es wäre schwer, aber ohne zu schreiben, aber sicher nicht ohne zu lesen. Und ich glaube, dass ich sage das oft, dass wenn man eine Vorstellung wirklich haben möchte von dem Ersten Weltkrieg und die Wirkungen in Frankreich, in der Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg, sollte man eher als Historiker Proust lesen und Le Temps retrouvé. Und ich finde, in der Literatur, dass also Romane viel erklären, auch was die Wirklichkeit oder die Realität betrifft und nicht nur historische Ereignisse, sondern auch was unsere intime Realität betrifft und die Gefühle, die wir empfinden. Und ich glaube, also zum Beispiel, wenn man einen Verlust erlebt oder wenn eine Liebesgeschichte
nicht so gut endet, dann kann man auch eine Tröstung in der Literatur finden. Oder ich, ja, also, aber das, ich finde die Antwort im Buch nicht ganz, ich bin nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort. Ich denke, dass das Buch gibt eben viele Antworten auch. Schön, wenn es so ist. Ja, auf die Frage, warum Literatur nötig ist. Auch, ich meine, auch gerade an dieser Stelle, wo es heißt, erinnern Sie sich nicht an, und der andere antwortet eben nur mit Nein. Das Gegenteil wäre ja, dass er sagt, ja, natürlich. Das war so und so und das hat mich so und so beeindruckt und beschäftigt. Also in dem Sinne, dass Literatur eben auch Gemeinschaft stiftet und und dann auf der anderen Seite eben eine Gesellschaft, in der es diese Fähigkeit zu lesen, diese Fähigkeit, sich Geschichten zu erzählen und die zu teilen, nicht mehr gibt. Das ist ja so ein bisschen die Dystopie, die entworfen wird. Die ist dann tatsächlich in höchster Gefahr eigentlich. Ja, und im Buch steht auch, dass also es ist eine Lage und deswegen wurde es mit der Corona-Lage auch verglichen, wo die Buchhandlungen zu haben und wo es keine Theaterstücke gibt und so weiter und wo die Kultur nur Unterhaltung ist. Und es gibt irgendwo im Buch eine Stelle, wo jemand sagt, ja, ich bin niemals in einer Buchhandlung gewesen oder niemals in Konzert oder Theater, aber wenn es sie nicht mehr gibt, dann bemerke ich, dass es fehlt. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, dass wir kaum wahrnehmen, also wir nehmen das vielleicht mit diesem Erlebnis, das wir gerade erlebt haben, ist es nicht mehr so oder flüchtig, nicht mehr so. Aber wir leben, als ob alles selbstverständlich ist. Freiheit, sich bewegen zu können und dass es Bücher gibt und Theaterstücke und Kinofilme und so weiter. Aber also hoffentlich werden wir nicht warten, bis es zu spät ist, um das zu bewahren. Ja, im Buch wird ja eher tatsächlich diese Angst beschrieben, dass die Sonnenfinsternis nicht mehr endet, dass es nicht wieder, also beziehungsweise beides wird angesprochen, aber es ist eben auch diese Angst da. Die Erzählerin sagt es an einer Stelle, war das vielleicht schon die gute Zeit, die wir erlebt haben und kommt jetzt eigentlich nur noch Schreckliches. Hermann Wallmann, ich wollte Sie auch noch einmal fragen, es gibt verschiedene Leitmotive in Zerstörung, eben zum Beispiel das Motiv der Sonnenfinsternis, das auf dem Buchcover präsent ist und dann auch in den Prologen immer wieder auftaucht. Ein anderes Motiv ist das des Leuchtturms, der eingeführt wird auch mit einem, oder das eingeführt wird mit einem Verweis auf Virginia Woolfs Roman, aber auch in dieser Passage auftaucht, die Cecil Weisbrot gerade gelesen hat. Schriftsteller werden darin mit Leuchtturmwärtern verglichen, die die Schiffe vor den drohenden Klippen waren. Ist Cecil Weisbrot für Sie so eine Art literarische Leuchtturmwärterin? Oder Wächterin? Ich weiß gar nicht, ob das eine paradoxe Antwort ist. Können Reflexionen leuchten sozusagen? Können Reflexionen Leuchttürme sein? Und nach meiner Ansicht ist dieser Roman die Sehnsucht nach einem Roman. Ein Leuchtturm mit der Sehnsucht nach diesem Leuchtturm. Also ich glaube, dieser Roman arbeitet sich an einer Utopie ab und seufzt sozusagen darüber, ach, der Charles Dickens. Ne? Also diese ganze Charles Dickens-Literatur, die hat mich wirklich angerührt. Und ich habe mich gefragt, was konnte Charles Dickens, was heute eine Reportage nicht kann?
Und diese verzweifelte Sehnsucht, man möchte doch wieder erzählen können, man möchte doch wieder Figuren entwickeln, Plots entwickeln, diese Sehnsucht schimmert immer irgendwo durch. Und für mich ganz anrührend, ganz am Ende auch da, diese Sehnsucht nach der großen Erzählung, als es da diesen Club der toten Leser gibt oder den nach wie vor noch lebenden Lesern, die sich mit Anna Karenina beschäftigen und mit dem Zugunglück bei Anna Karenina. Und dieser Roman, der wirklich auf eine aphoristische Weise manchmal zerstreut ist, manchmal nervös ist, manchmal verzweifelt ist, also die Sehnsucht nach diesem großen Roman, die finde ich wirklich immer wieder anrührend, ob es jetzt Anna Karenina ist oder Oliver Twist, wunderbare Sachen. Und es ist nach meiner Ansicht keine Nostalgie, weil diese Sehnsucht immer wieder abgefedert wird durch die Reflexivität und zum Beispiel das Erinnern daran, dass es auch eine ganz andere Literatur gegeben hat, eben die besagte Ulipo-Literatur. Und von daher ist das für mich wirklich ein Aggregat, dieser Roman oder wie auch immer man das Buch gattungsmäßig spezifizieren soll, wirklich ein Buch, das wehmütig macht. Es möchte doch wieder Charles Dickens Romane geben. Es möchte doch wieder diese Leichtigkeit eines Ulipo-Spiels geben. Also ein Roman, der nicht ganz frei ist von Verzweiflung, aber weil er sie so porös mitteilt, gibt es da immer noch ein paar Lücken und Löcher, durch die irgendeine Hoffnung hineinkommen kann. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich diese Sehnsucht nach dem großen Erzählen des 19. Jahrhunderts gibt. Was es für mich gibt, ist tatsächlich auf der einen Seite diese Tatsache, dass Literatur natürlich auch immer sich aus Literatur nährt. Die ganzen Verweise in dem Buch auf bewunderte, geschätzte Erzähler und ihre Bücher stellen ja einen Hauptbestandteil des Buches dar. Aber auf der anderen Seite ist es zwar tatsächlich diese Art der Intertextualität, die wichtig ist, aber auf der anderen Seite doch auch immer letzten Endes die Anbindung an ein reales Erleben, das dem Ganzen auch zugrunde liegt. Also darin sehe ich eigentlich so die, ich sehe weniger so eine Nostalgie als tatsächlich die Verbindung von verschiedenen Positionen, also in der Tat Ästhetik und Ethik als das Ziel. Aber ich denke mal, was wir alle jetzt gesehen haben, ist, wie vielschichtig dieser Roman ist und wie lange und wie viel man darüber reden könnte. Ich möchte jetzt zum Abschluss nur noch eine Bemerkung wieder aufgreifen, die Cecile Weisbrot gerade gemacht hat, und das auch noch mal an Frau Bischoff zurückspielen, den Ball. Cecile Weisbrot pendelt zwischen Frankreich und Deutschland hin und her. Und die Übersetzerin Anne Weber, die diesen Text übersetzt hat, ist ja auch so eine Pendlerin zwischen den Welten, eine deutsch-französische Schriftstellerin und eben auch herausragende Übersetzerin. Wie war die Arbeit mit ihr jetzt an der Übersetzung? Gab es spezielle Probleme, die Sie dann vielleicht auch zusammen mit Cecile Weisbrot besprochen haben? Wie war diesmal das Lektorat sozusagen? Ja, also erstmal haben wir hier den Sonderfall tatsächlich, dass Cecile Weisbrot eben auch sehr, sehr gut Deutsch spricht und dadurch die Zusammenarbeit zwischen Anne Weber und Cecile und dann aber auch wieder mit dem Verlag so war, dass man auch einiges zu dritt besprochen hat, beziehungsweise ich dann auch recht schnell mit Cecile mal oder jetzt auch bei den Nachauflagen wir gesprochen haben, was man vielleicht am Umschlag nochmal ändert oder diese Dinge. Ja, ansonsten ist es tatsächlich eigentlich eher so, dass man mit der Übersetzerin intensiv zusammenarbeitet und einen fertig übersetzten Text bekommt. Und da habe ich dann mit Anne Weber auch recht viel gesprochen. Genau, und sie eben dann wieder in Rückkopplung mit Cecile Weisbrot. Und also vielleicht könnte man zu der Übersetzung nochmal sagen, klar, einerseits, oder das Gute ist, dass, glaube ich, dass Anne Weber auch einfach eine herausragende Schriftstellerin ist und dieses
Sprachgefühl für diese besondere Art von Roman, wie wir ihn hier haben, auch einfach sowieso schon mal mit sich bringt. Und das Schwierige an der Übersetzung, weiß ich auch von Anne Weber, ist hier nicht unbedingt, dass es ungewöhnliche Wortschöpfungen gibt, die man in eine andere Sprache, also diese Schwierigkeiten gibt es ja bei Übersetzungen, ja, dass in der Originalsprache Dinge erfunden werden, die man in der Übersetzungssprache gar nicht so wiedergeben kann oder ja eine besondere Schwierigkeit darstellt oder auch kein ganz eigenwilliger Satzbau vorhanden ist, sondern dass es hier eher darum ging, dass man überlegt, wie wird man den verschiedenen Stimmen gerecht. Das haben wir eben ja auch in der Passage gehört, die gelesen wurde. Es gibt verschiedene Stimmen. Es gibt einerseits die Erzählerin, die eine ganz intensive Innensicht schildert oder die der Leser wahrnimmt. Und andererseits muss man in der Übersetzung eben versuchen, diese anderen Stimmen unterzubringen. Und das muss eben auch in der Übersetzung ganz klar deutlich werden. Und es gibt keinen autorialen Erzähler, sondern eben diese intensiv erlebte Innensicht. Und ja, also auf der einen Seite hat man die Vielfalt der Stimmen, auf der anderen Seite diese einzelne Stimme, die sich an jemanden richtet. Und darüber habe ich mit Anne Weber gesprochen, aber ja, wie gesagt, das bezieht in der Zusammenarbeit, das ist dann mit dem Verlag eher so, dass es sich auf ganz konkrete sprachliche Dinge nochmal bezieht, man gar nicht mehr ganz intensiv über den Inhalt diskutiert, sondern eben nochmal ein wenig an diesem sprachlichen feilt. Was ja aber auch stark mit dem Inhalt letzten Endes verbunden ist. Ja. Gut, aber ich finde auch, dass man den deutschen Text sehr, sehr gut lesen kann, dass man ihn wie einen deutschen Text liest, aber wie auch ein Zuhörer, Zuschauer angemerkt hat, natürlich ist Cécile Weisbrots eigener Text ein französischer Text. Und deswegen jetzt zum Abschluss, wir müssen zum Schluss kommen allmählich, würde ich Sie bitten, noch einmal eine Passage tatsächlich in Ihrer Sprache zu lesen, sodass wir tatsächlich dann nochmal Ihren Text wirklich hören. Akzentfrage dieses Mal. Also das habe ich gerade auf Deutsch gelesen. C'était dans des romans. Des romans? Pardon. Je sais encore que le mot existe, qu'il désigne une chose ancienne, mais je ne sais plus ce qu'elle représente. Pouvez-vous m'expliquer un peu? L'auteur s'appelait Charles Dickens. Et alors? C'est un nom comme un autre. Je suis sûre qu'aujourd'hui, beaucoup de gens doivent s'appeler Charles Dickens. Il écrivait en anglais. J'ai entendu parler de cette langue, mais ce n'est pas celle que nous parlons ici. Dites-moi plutôt, qu'est-ce qu'un roman? Un mot vieilli, je crois. Il me semble ne pas l'avoir entendu depuis très longtemps. Il appartient effectivement au dictionnaire des mots qu'on n'utilise plus. Interdit? Il n'a pas été nécessaire de l'interdire, il est tombé en désuétude. Mais que voulait-il dire? On l'employait encore il n'y a pas si longtemps, contrairement à ce que vous semblez croire. Oh, si c'était au XIXe siècle, c'est vraiment trop loin pour qu'on s'en souvienne. On l'employait au XXe siècle, et même au début du nôtre, le XXIe. Voilà. Auparavant, on écrivait des livres qui racontaient des histoires qui ne s'étaient pas passées dans la réalité, mais qu'on inventait, qu'on imaginait. Pourquoi imaginer des histoires quand il se passe tellement de choses intéressantes à raconter? Vous êtes vraiment de votre temps. Ça n'a rien à voir, ce que je vous dis est une pure évidence. Vous êtes influencé par votre époque. Ces gens dont vous parlez qui inventaient des histoires devaient être eux aussi influencés par leur époque. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi s'intéresserait-on à des histoires qui n'existent pas, à des événements qui ne se sont jamais produits? Parce qu'ils existent parfois davantage que ceux qui se sont produits. Merci beaucoup. So, mit diesen Worten endet jetzt oder sind wir am Ende unserer Lesung und des Gesprächs. Ich möchte deswegen allen Beteiligten und auch natürlich allen Zuhörern, Zuschauern noch einmal herzlich dafür danken, dass Sie sich auf dieses Experiment, das war es ja für uns, eingelassen haben und allen auch noch einen schönen Abend wünschen. Ich hätte wir haben aber auch noch,
den Punkt der Publikumsfragen, zu dem wir jetzt übergehen und zu dem ich dann jetzt aber wieder die Leitung an Frau Weichselbaum abgebe. Ja, danke, dass Sie die abgeben. Ich werde es vielleicht aber an Sie noch zurückspielen, weil es waren am Anfang ja im Chat schon auch die Frage nach der Übersetzung und Professor Siepe fragte, ob es eine Zusammenarbeit zwischen Anne Weber und Cecil Weißbrot gegeben hat. Darauf hat Frau Bischof ja eigentlich schon eine Antwort gegeben, aber vielleicht mag Frau Weißbrot auch noch darüber was erzählen, wie diese Zusammenarbeit war. Außerdem hat Karin Struve gefragt, ob der Roman für Cecil Weißbrot Teil einer Literatur engagée sei, die es heute wieder in besonderem Maße braucht, also immer noch und immer wieder im Sinne ihrer Überlegungen in Pour la Littérature. Das war die zweite Frage und dann die dritte Frage würde ich fast sagen, ja, richtet sich an Frau Grewe und Frau Weißbrot, warum Sie gerade diese Auszüge des Romans zum Vorlesen ausgesucht haben für heute Abend. Also was die Übersetzung betrifft, also es war keine Zusammenarbeit, denn Anne hat das Buch übersetzt, aber wir kennen uns schon vor Jahren, wir sind befreundet und also diese Konstellation war natürlich ideal. Das heißt, wir haben ab und zu ausgetauscht über kleinere Fragen. Aber sonst hatte ich natürlich voll Vertrauen und ja, es war nur ein Teilchen von dem Austausch, den wir üblicherweise zusammen haben. Also Roman und Literatur engagée. Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich politische Romane schreibe, auch wenn es nicht nur direkt über Politik aussieht, also zu sein. Und das, aber im weiteren Sinn. Aber ich hoffe auch, dass meine Romane eine, also wie ich es von Herrn Wallmann zum Beispiel gehört habe, eine ästhetische Dimension auch haben. Und mir ist wichtig, dass es Inhalt und Form gibt, so beides. Ich habe immer im Kopf diesen Satz von Hofmannsthal und ich zögere immer, wenn ich diesen Satz ausspreche, denn ich bin nie sicher, dass ich mich daran gut erinnern kann. Das ist, Form ist vom Inhalt der Sinn, Sinn das Wesen der Form. Und das fühle ich wirklich und versuche, also die sind beide also untrennbar für mich. Aber dass es einen Inhalt gibt und eine Art von politischem Inhalt, ohne dass es eine Nachricht ist oder Literatur engagée im Sinn von Sartre, aber ich hoffe, eine Art von Literatur engagée zu schaffen, können wir sagen, aber die auch ästhetisch, ein ästhetisches Aussehen hat. Mhm. Und was war die dritte Frage? Warum Sie diese Textstellen ausgesucht haben für den heutigen Abend? Ja, also ich kann zuerst vor Frau Grewe antworten. Ja, ich habe so gedacht, dass es war vielleicht wichtig, die Lage, also die
ja, die Lage im Roman, also der Zustand der Dinge zu erklären. Und dass die erste Passage damit verbunden war und ein Bild geben kann, worum es geht, welche Situation die Ich-Erzählerin sich findet. Und dann mit der zweiten Passage, das war mehr über Literatur. Ich wollte auch, dass die unterschiedlichen Stimmen oder narrativen Arten auftauchen. Mhm. Erzählen Passagen, Stimmen, kurze Stimmen und längere Stimmen sozusagen.